Herr Professor Bergmann, schildern Sie bitte kurz Ihr Leben und Ihren Werdegang. Ja, ich will als alter Mann mal versuchen, ob ich die Eckpunkte in meinem Leben noch einigermaßen zusammenbringe. Ich bin also im Februar 1920 in Ludwigstadt, das ist in Oberfranken, geboren, bin dort zur Volksschule gegangen, anschließend nach Leutenberg in Thüringen in die Realschule, wo ich 1937 mein Einjähriges gemacht habe. Da ich in Thüringen an die Oberschule weitergehen musste, weil damals auch schon in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Lehrpläne waren und in Bayern mit Englisch begonnen wurde, in Thüringen mit Französisch, ging ich nach Jena an die Oberschule für Jungen in die naturwissenschaftliche Abteilung. Und dort legte ich mein Abitur 1939 ab, anschließend Arbeitsdienst in Suhl und Militärdienst in Saalfeld. Und dann kam ich an die Front in das 7. Panzerregiment unter General Rommel und nahm den Anfang am Westfeld, am Frankreich-Feldzug teil. Am 21. Mai geriet ich bei Arras in Gefangenschaft, wurde über den Kirchen nach England bis nach Oldham gebracht. Und als die Engländer glaubten, dass die deutschen Truppen in England besetzen würden, wurden die Kriegsgefangenen von England nach Kanada verschifft. Und wir kamen dann in Kanada an, wo ich von 1940 bis 1946 als Kriegsgefangener war, und zwar in Espanola, nördlich der oberen Seen, und dann in Alberta in Lethbridge. In Lethbridge hatten wir eine Lageruniversität und konnten fast alle Fachdisziplinen lernen, wie an deutschen Universitäten auch. Auch standen wir mit Edmonton, der Universität von Alberta, in brieflicher Verbindung. Im Februar 1956 wurden die alten, wir nannten das immer Stabsgefangenen, nach England zurückgeführt, und Ende November 1956 kam ich dann von England nach Deutschland und wurde am 4. Dezember 1946 in Dachau entlassen. Ich wollte erst an der Universität in München Vermessungstechnik studieren, was ich auch in Gefangenschaft gemacht habe, heiratete aber dann eine Jugendfreundin, mit der ich von 31 bis 37 in Leutenberg in die Schule gegangen bin. Und sie wohnte in Lasen bei Unterlogwitz. Ihre Eltern hatten ein Forstgut, in dem sie eine große Siedlung bekommen hatten nach der Bodenreform. Wir heiraten in Pfingsten 1947, mussten aber dann Ende 47 den Hof verlassen, weil alle ehemaligen Besitzer den ehemaligen Hof verlassen mussten. Wir gingen dann zu den Verwandten nach Lanzendorf bei Leutenberg, und ich begann mein Studium 1948 in der Landwirtschaft, weil wir annahmen, dass wir den Hof doch eines Tages wiederbekommen würden, was sich allerdings nicht ereignete. Während des Studiums begeisterten mich vor allen Dingen die Vorlesungen in Bodenkunde und Pflanzenernährung bei Professor Michael, der es sehr gut verstand, uns für diese Dinge zu begeistern. Vor allen Dingen, da ja ohne Mineralstoffe kein Wachstum von Pflanzen und so weiter möglich ist. 1951 machte ich mein Diplom und 1953 promovierte ich bei Professor Michael, und 1957 habilitierte ich mich bei Professor Michael mit einer Arbeit über die Ermittlung der Nährstoffbedürftigkeit des Bodens, die ich vorher für ein Handbuch der Pflanzenphysiologie Band 4 schreiben musste, was mich natürlich verärgerte, weil ich erst habilitieren wollte, aber Professor Michael hat an dieser Arbeit, die mein späteres Leben prägten, als Habilarbeit angenommen. Außerdem musste ich damals noch den Beitrag für einen anderen Professor schreiben, für Professor Schropp in München, die Nährstoffbedürftigkeit der Pflanzen und die Ermittlung der Nährstoffbedürftigkeit der Pflanzen. Auch das hat mein späteres Leben geprägt. Am 1. Januar 1959 wurde ich als Abteilungsleiter in die Akademie der Landwirtschaft, in das Institut für landwirtschaftliches Untersuchungswesen nach Jena berufen, unter Leitung von Professor Kertscher, der am 1. August in den Ruhestand trat und ich das Institut als Direktor übernahm. 1962 war ein Höhepunkt in unserem Institut, denn wir hatten die 100-Jahr-Feier.
Außerdem wurden 1952 die LVU-Institute aufgelöst und Rostock, Potsdam, Halle und Dresden als Zweigstellen dem Institut in Jena angeschlossen, das zwei große Abteilungen hatte. Die systematische Bodenuntersuchung wurde weitergeführt in der agrochemischen Untersuchung und Beratung. Und außerdem hatten wir noch die große Abteilung Pflanzenernährung. Im Juli 1962 war die 100-Jahr-Feier im Institut, das war das erste größere Erlebnis und hat auch dazu beigetragen, dass sich viele Literatur über das Institut von seiner Gründung bis in 1942 mich bekannt machen musste. 1965 war ein zweiter großer Höhepunkt, das war ein Symposium mit dem Institut für Tierernährung in Jena, die Mineralstoffernährung von Pflanze und Tier. Wenn ich heute den Beitrag lese, den ich damals als Vortrag hatte, dann muss ich sagen, dass damals schon sehr viel bekannt war, was heute noch nicht in die Praxis umgesetzt worden ist. Da ich nicht in die Partei eingetreten bin und mein Sohn 1968 den Wehrdienst mit der Waffe verweigerte und zur Spatenkompanie sich mustern ließ, wurde ich 1972 als Direktor abberufen, bekam aber die Abteilung Mikronährstoffe, wo ich wieder wissenschaftlich über Mikronährstoffe arbeiten konnte, die mein späteres Hobby geworden sind. Und als ich dann 1978 invalidisiert wurde wegen Glaskörpertrübungen in meinen Augen, bin ich dann ausgeschieden. Das war natürlich schwer für jemanden, der erst 58 Jahre alt war. Aber 1963 konnte ich aufgrund eines Hinweises in einer Publikation, die ich bekam, mein Augenleiden wieder dahingehend bessern, dass ich ein Vierteljahr lang mit 300 Mikrogramm Selen die Glaskörpertrübung wieder weitgehend aufhält und ich dann wieder lesen konnte. Und dann entstanden neben drei Büchern Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen 1983, 1988, 1993 und eine englische Ausgabe 1992 mit jeweils einem Atlas zur Bestimmung von Ernährungsstörungen in der letzte 1992 in drei Sprachen. Englisch, Spanisch und Französisch. Meine Frau, das war natürlich ein Tiefpunkt, 1991, ist 1990 verstorben, sodass ich dann allein war und mit meinen Kindern in meinem Haus lebte. Ich lernte dann eine alte Jugendfreundin kennen, mit der ich als Kind im Sand gespielt hatte. 1992 war ich dann vorwiegend in Bad Endorf, wo ich mich weniger mit landwirtschaftlichen Problemen, sondern mehr mit gesellschaftlichen und philosophischen Problemen befasste. Aber leider verstarb diese Jugendfreundin auch 2001, sodass ich wieder nach Jena zurückkehrte und mich dann wieder mit dem Institut, das inzwischen zur Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft umbenannt worden ist, mit den Mitarbeitern unterhielt über praktische Fragen und wir dann späterhin auch noch gemeinsam ein Handbuch herausbrachten, in Ergänzung zu unserem Internetbeitrag Wieso plant, wo wir über 1000 Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen ins Internet stellten, damit die Landwirte das sich dann selber zu Hause ansehen konnten. Und dazu wurde dann auch von Herrn Zorn, Herrn Hess und Herrn Dr. Marx und mir eine Broschüre herausgegeben, die dann 2007 verteilt worden ist. Ja, das sind eigentlich die sogenannten Eckpunkte in meinem Leben.